So, hallo, es geht weiter mit MotoGP 18. Ja, im Karrieremodus und immer noch im Red Bull Rookies Cup. Aber jetzt machen wir gleich weiter. Das letzte Rennen in Aragon. Ja, und hier hoffe ich noch mal, auf jeden Fall nochmal aufs Podium zu kommen. Und danach mal schauen, ob man dann ein Angebot bekommt für ein Cockpit in einem Moto 3 Team. Aber mal schauen, was danach kommt. Ob ich gut genug war oder nicht, das werde ich dann nach dem Rennen sehen. Also ein Sieg oder sowas wird auf jeden Fall nicht schaden, aber es wird jetzt nicht ganz so einfach. So, gut, also das ist, wenn wir natürlich das mit der Qualifying fahren. Ah, und was ich noch sagen wollte, Stefan Bradl hat tatsächlich zwei Wildcards bekommen für MotoGP-Rennen, und zwar in Brünn und in Misano. Also August und September wird er zwei MotoGP-Rennen mitfahren. Das ist schon mal aus deutscher Sicht hochinteressant. Ich bin echt gespannt, wie er sich da schlagen wird, nachdem er ja diese Saison weder Superbike noch MotoGP oder Supersport oder sonstiges fährt oder gefahren ist bisher. Bin ich gespannt, wie er sich dann schlagen wird. So, und jetzt fangen wir mal hier an zur Strecke. Fliegen der Start. Und los geht's. Oh, hier lange Gerade. So, dann haben wir die erste Runde hier. War nicht so ideal. Und das war bei weitem auch nicht wirklich gut. Scharfe Kurve, da bin ich ja viel zu spät. Shit, da bin ich direkt reingefahren und er hat mich über den Haufen gefahren. Also hier sind schon ein paar scharfe Kurven, wo man echt aufpassen muss. Uiuiuiui. So, ja, die Pole Position wird nicht lang halten. Boah, das gibt schon wieder eine Strafe.
nur grau hinterlegt, die erste Zwischenzeit. Ich dachte jetzt gar nicht, dass ich... Mal wieder Strafe. Zeitstrafe, naja. Das war auch nicht ideal. So, nur 6 jetzt immerhin, 1,8 Sekunden. Nicht wirklich gut. Boah, zu weit rausgekommen, Glück gleich wieder. Zeitstrafen, Mann, da muss er echt aufpassen. Boah, die Kurve ist eklig, ich weiß nicht so richtig, wie ich die anfahren soll. Eine Sekunde, boah, das ist zu schlecht. Es kommen mal 7 Sekunden, Platz 13. Ach, so ein Dreck. Jetzt war er mal ganz gut unterwegs. Wiederum nicht gut unterwegs. Ah, jetzt habe ich die ganze Zeit eingebüßt.
Ah, jetzt habe ich mich doch wieder etwas verbessert von der Zwischenzeit. Das war ganz gut gefahren hier, der Abschnitt. Ja, verbessert. Platz 4, 0,9. War nicht gut. War nur knapp. Nicht viel Zeit gekostet. Das war ganz scheiße. Zurück zur Box. Zwei null fünf drei, eine Sekunde fast hinterm ersten. Ja, aber ich hätte mich schon noch um einiges verbessern können. Von den Zeiten. Also die ersten drei Plätze sind vermutlich möglich. Und vierter ist auf jeden Fall drin. So, ja, Die Qualifying jetzt Session ist soeben beendet, während die Fahrt. Platz 4. So, naja, dann versuchen wir jetzt noch aufs Treppchen irgendwie zu kommen. Das wäre der Idealfall. So, dann warten wir mal jetzt hier auf den, dass es fertig geladen ist. So, na los. Ich begrüße Sie vom Motorland Aachen. Jetzt Wir geht's melden uns los live von zur der Strecke. Startaufstellung. Guten Start erwischt. Fuck, 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 fuck. War so gut dabei. So ein Mist. Der wieder nach vorne kämpfen. So, jetzt bin ich erstmal an der vierten Stelle. Jetzt heißt es hier rankommen.
dann da wieder nicht gut hingekriegt. Die ersten drei sind schon ein Stück weg. Zwei Sekunden schon. So gut mit der Position verloren, Zeit eingebüßt. Aber trotzdem nur 1,8 dahinter. Gefällt mir gerade nicht, wie ich die Kurven hier nehme. Ich komme auch nicht wirklich näher an die ersten drei ran. Das ist echt scheiße. Das war wiederum ganz gut. Jetzt bin ich doch schon um einiges näher rangekommen. Das war wiederum nicht so gut. Ah, fuck. Da viel Zeit eingebüßt. Die Kurve nicht gut genug genommen habe. So, geht aber gleich schon in die letzte Runde. Ich glaube nicht mehr, dass ich da noch rankomme. Sekunden.
bin ich doch wieder relativ nah dran. Komm schon. Aber jetzt immer mein bester Sektor war das jetzt. Jetzt kommen meine, die Sektoren, die mir nicht so liegen. Oh, genau der nämlich. Da wollte ich dann zu viel. Boah, shit. Sehr weit rausgekommen. Schade, schade. Ja, solange die hinter mir noch weit genug weg sind. Und mal wieder Vierter, das ist schon mein Standardergebnis. Ja, also ich bin besser als der Rest des Feldes nach den ersten drei. Aber an die ersten drei komme ich noch nicht wirklich ran. Während wir auf die Live-Bilder der Stars aus dem Parc Fermé warten, schauen wir uns noch eben das. Aber wenn man wieder guckt, meine Bestzeit 2.041 ist wieder eine halbe Sekunde schneller gewesen als der Beste. Also ich kann auf jeden Fall mithalten, ich muss das bloß konstant fahren und das ist das ganze Problem. So, ja, in der Red Bull Rookies Cup bin ich Vierter geworden in der Gesamtwertung. Das ist okay. Noch ein bisschen was am Ruf getan. So, dann gucken wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Das heutige Ergebnis war sehr positiv für die Reaktion der Mechaniker in der Boxzeit. Natürlich, für das Podium bedarf es noch einer Steigerung, aber sie sind sicherlich auf dem richtigen Weg. So. Mal schauen, was sich da jetzt hier tut. So, weiter können wir da drücken. So, du hast Angebote von anderen Teams erhalten. Willst du sie dir ansehen oder die da bei Red Bull Rookies Cup bleiben? Angebote ansehen. So, Angel Nieto Team Moto 3, Grundvertrauen. Sieht schon mal gut aus. Teamleistung, erforderliche, das sieht auch nicht schlecht aus. Red Bull KTM Ayo. Darren Binder. Prestel GP, Jakub Kornfeld, Maso Brezecki. Marco Brezecki. Petronas Sprinter Racing. Ja, die haben nicht so gute Fahrer. Hier ist auch nur erforderliche Meisterschaftsplatzierung 10. Livio Loi, 15. hier noch, Honda Team Asia. Bester Kapital Dubai. Aha. Ja, ach, das ist schon schwieriger. Ja, ich gehe hier hin. Red Bull KTM Ayo haben wir so einen Fahrer, deren Binder. Und der Schreiben. Verbessern, indem du das Werkzeug an deinem Fahrstil anpasst. Du wirst jedes Wochenende Entwicklungspunkte erhalten. Cool. Ja, jetzt geht die Karriere eigentlich erst richtig los.
Ah, jetzt hat man dort die Entwicklungspunkte noch dabei. Sehr schön. Nochmal E-Mails an. Ah, jetzt geht das hier. Jetzt, bla bla bla. Vorgabe. Kann es losgehen. Achter Platz. Damit ihr auf diesem Muster steht, wird dann auf deinem Spike so und geht zur Fahrzeugentwicklungssitzung und gibt dann wahrscheinlich Instruktionen, damit sie wissen, welche Richtung du willst. Du kannst 5 Bereiche. Okay, naja, gut, das machen wir alles in der nächsten Folge dann. Wenn es dann richtig losgeht in der Moto 3. Genau. Also, bis zur nächsten Folge, dann geht's richtig los erst. Bis dahin, tschüss.